Hongkong. Ein Wirklichkeit gewordener Film spult sich vor unseren Augen ab. Wir tauchen ein in 5000 Jahre alte chinesische Tradition. Dazwischen Erinnerungen an 150 Jahre britische Kolonialgeschichte. Ein einzigartiges kulinarisches Paradies der unterschiedlichsten asiatischen Küchen. Irgendwie vertraut und doch exotisch fremd. Richtig dunkel wird es in Hongkong nie. Dafür sorgt neben den riesigen Neonreklamen die allabendliche Symphony of Lights. Hier in der Feiertagsversion mit Feuerwerk. Die spektakuläre Multimedia-Show setzt rund 50 Gebäude am Victoria-Hafen in Szene und hat es damit ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Der Individualverkehr ist in der 7-Millionen-Metropole längst zum Massenphänomen mutiert. Und so begannen die Briten bereits vor mehr als 100 Jahren, ein Netz für den öffentlichen Personennahverkehr zu spinnen. Ding Ding. So heißt die schmale doppelstöckige Straßenbahn, die seit 1904 auf Hong Kong Island ihre Kreise zieht. 230.000 Passagiere nutzen die insgesamt 13 Kilometer langen Strecken täglich, darunter viele Touristen. Wegen des U-Bahn-Baus sollte sie Ende der 70er Jahre eigentlich aufs Abstellgleis, doch Proteste der Bevölkerung bewirkten, dass das Ding immer noch fährt. Egal wie weit die Reise geht, die Tour kostet lediglich umgerechnet 23 Cent, die Sie beim Aussteigen bezahlen. Wir wollen auf den Victoria Peak, den höchsten Berg auf Hong Kong Island, um uns einen Überblick über das Meer aus Wolkenkratzern zu verschaffen. Hier erleben wir einen weiteren Transportveteran, die Peak Tram, eine Schweizer Standseilbahn, die seit 1888 Gäste befördert. Als im 19. Jahrhundert in Hongkong die Malaria grassierte, wurde der Victoria Peak bevorzugtes Wohngebiet. Heute lautet die Formel, je höher das Grundstück gelegen, umso astronomischer der Preis. Und in der Tat, der Ausblick von hier oben ist wirklich gigantisch. Wieder in den Niederungen sind wir mit Tim Raue verabredet. Der Sternekoch aus Berlin ist der asiatischen Küche verfallen. Nach Hongkong zieht es ihn und seine Frau häufig als Reisende in Sachen Kochkunst. Doch letztlich dreht sich alles nur um eins. Essen, Essen, Essen. Mit Tim wollen wir auf kulinarische Entdeckungstour gehen. Wenn ich nach Hongkong komme, dann ist das als, man kann das so assoziieren, als würde ein trockener Schwamm ins Wasser geworfen werden. Ich saug alles auf. Gerüche, Geschmäcke, neue Produkte, was die Menschen hier machen. Also ich muss regelmäßig nach Hongkong kommen, weil Hongkong einfach meine kulinarische Heimat ist. Es ist nicht nur so, dass ich jedes Mal die Inspiration finde an neuen Produkten und neuen Gerichten, sondern ich habe viele Freunde hier, Deutsche genauso wie Chinesische, die mit mir zusammen kochen, wo ich einfach neue Techniken der chinesischen Küche mitbekomme, neue Geschmäcker mitnehme. Und zum anderen ist für mich ganz wichtig, dass es hier viele Zutaten gibt, aber auch Handwerkszeug, was ich in Deutschland nicht kriege. Auf dem Dried Food Market bekommt Tim feuchte Augen. Abalone in Gläsern beäugen ihn von oben herab. Es sind Meerwasserschnecken, die mit bis zu 3000 Euro das Kilo zu den teuersten Meeresfrüchten überhaupt gehören. Neben getrockneten Jakobsmuscheln Seegurken in Reih und Glied. Sie sind kein Gemüse, sondern Verwandte der Seesterne. Sehr prominent in der Auslage Fishmaw aus Pakistan. Beim Fishmaw ist es so, dass die Idee ist, das ist die Schwimmblase, die den Fisch im Gleichgewicht hält. Dass die Chinesen das essen, weil sie selber im Gleichgewicht bleiben wollen. Und ich finde, so in der heutigen Zeit mit dem vielen Stress ist das eigentlich eine ganz gute Idee. Nur ein getrockneter Pilz ist ein guter Pilz, finden viele Chinesen, weil er so angeblich sein Aroma besser hält. So, das sind Bambuspilze. Die gibt es zwar bei uns im Supermarkt auch, aber nicht in dieser unglaublichen Größe und Kalibrierung. Und da habe ich jetzt richtig Freude dran, dass ich die hier gefunden habe. Und nehme gleich mal ein paar mit, damit ich in Berlin wieder richtig kochen kann. In einer Nachbarstraße entdecken wir ein Geschäft mit Vogelnestern aus Thailand. Mauersegler haben sie mit ihrem Speichel kreiert. Ein Kilo kostet rund 1500 Euro, die teuerste Spucke der Welt. Arbeiterinnen entfernen Verunreinigungen. Die Bird's Nests schmecken, wen wundert's, nach nichts, gelten aber als lebensverlängernd und potenzsteigernd. Nebenan ist gerade eine neue Lieferung Ginseng eingetroffen.
Die bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebten Wurzeln werden jetzt nach Größe und Qualität sortiert. Der Tourismus ist für Hongkong ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und befindet sich weiter im Aufwind. 35 Millionen Besucher in den ersten 9 Monaten des Jahres. Das ist ein Wachstum von 16%. Erstklassige Hotels buhlen um Kundschaft mit besonderen Produkten und Dienstleistungen wie Wellness und Spa. Doch bei aller Modernität wird auf das Traditionelle nicht verzichtet. Mellow in Mellow Spa kommt von Pomelo, eine Pampelmusen-Grapefruit, die hier in der Region über viele Jahre angebaut wurde, als das hier vor der Urbanisierung noch alles landwirtschaftliche Nutzfläche war. Mellow Spa nutzt für seine Behandlungen zahlreiche Bestandteile dieser Pomelo. Tim Raue steht heute der Kopf eher nach Früchten des Meeres. In der Küche des Grand Hyatt laufen die Vorbereitungen für den abendlichen Ansturm auf Hochtouren. Küchenchef Lee Shu Tim steht seit seinem 16. Lebensjahr am Herd und im Ruf, die besten im Wok gebratenen Garnelen überhaupt zu fabrizieren. Mitverantwortlich eine pikante Soße aus Krebsroben, Chili und Knoblauch. Voilà, sein Namensvetter ist von der Kreation des Wokmeisters sprachlos. Lee Shu Tim findet als erster seine Worte wieder. Es ist eigentlich ganz einfach, nur ein paar Garnelen, dies und das, fertig. Ja, so Tim Raue, ich koche auch ganz einfach, aber am Ende muss es halt schmecken, so wie das hier. Fast wäre Tim zu spät zu seiner Verabredung mit Nicole Schöni gekommen. Sie nehmen den Central Mid-Levels Escalator, das mit 800 Metern längste Rolltreppensystem der Welt. 50.000 Menschen nutzen es täglich. Ziel ist die Hollywood Road, Hongkongs bunteste Meile, wo Nicole Schöni eine Galerie mit zeitgenössischer Kunst betreibt. Das Markenzeichen des Pekinger Künstlers Li Hongbo sind Papierartefakte in Wabenstruktur. Mit seinem Werk Self versucht er, das Konzept der menschlichen Identität in all seinen Facetten zu ergründen. Jedes Teil ist mit der Hand zusammengeklebt, um diese Wabenstruktur zu erzielen. Es ist eine Mischung aus traditioneller chinesischer und experimenteller Kunst. Es ist wie Holz. Wenn alles zusammengefügt ist, schnitzt er es und gibt dem Ganzen den Feinschliff. Er verarbeitet seine Erfahrungen, die er in Hongkong gemacht hat. Und weil Hongkong so multikulturell ist, hat er Zeitungspapier aus der ganzen Welt benutzt. So that's why he used newspaper actually from all over the world. Mit seinem Werk Stone ahmt er Steine nach. Für Li Hongbo ist ein Stein dynamisch und ruhig, ist präsent und gleichzeitig bedeutungslos. Im nahegelegenen Szeneviertel Lan Kwai Fong ist Präsenz Pflicht, will man nicht in die Bedeutungslosigkeit abgleiten. Hier heißt es besonders nachts sehen und gesehen werden. Gerade Expats, also hier lebende Ausländer, fühlen sich in Lan Kwai Fong heimisch. Jeder kommt auf seine Kosten, ob klein, ob groß. Dampf ablassen kann jeder. Am nächsten Morgen, oder besser Mittag, wollen wir es etwas beschaulicher angehen lassen und innere Einkehr halten. Wie wäre es mit einem der mehr als 600 Tempel und Schreine in Hongkong? Der Ban Mo-Tempel ist einer der ältesten. Er ist 2 taoistischen Gottheiten geweiht. Mo ist der Beschützer von Polizei und Soldaten, aber speziell in Hongkong auch von Unternehmern. Man gilt als Gott der Literatur und der Beamten. Besonders Eltern kommen hierhin, um für den schulischen Erfolg ihrer Kinder zu bitten. Unzählige glimmende Weihrauchspiralen an der Decke nehmen nicht nur den Atem, sie sollen auch die Gebete der Gläubigen mit ihrem Rauch zu den Göttern tragen. Wir wollen rüber machen. Genauer gesagt mit der Star Ferry aufs Festland nach Kowloon übersetzen. Vor mehr als 100 Jahren wurde die Fähre in Dienst gestellt und war bis zur Eröffnung des Cross Harbour Tunnels 1972 das Haupttransportmittel. Die Fahrt ist einen Tick teurer als im Ding Ding, dauert keine 10 Minuten und ist doch eine Zeitreise.
Die Star Ferry hat Kultstatus. 26 Millionen Passagiere wechseln pro Jahr mit ihr die Ufer. Tim Rauer hat sich mit der deutsch-chinesischen Schauspielerin Anki Balke verabredet. Geboren in Düsseldorf, arbeitet sie seit 2006 in Hongkong auch als Model. Anki zeigt Tim die sogenannte Avenue of Stars mit im Boden eingefassten Sternen und dem Hongkong-Oscar. Lebensgroße Statuen erinnern an Filmgrößen wie Bruce Lee und Jackie Chan. Hier ist Jackie Chan. Ja, Jackie Chan, den kennen wir tatsächlich auch bei uns alle. Ja, ja. Schau mal, sie ist auch super glücklich. Ja. Bist du dem schon begegnet in deiner Filmkarriere? Schon ein paar Mal. Ist super, super nett. Der liebt singen. Ah, okay. Karaoke ist so eins, das ist super Fan. Und sein Sohn ist auch ein sehr, sehr guter Schauspieler. JC Chan. JC Chan? Na, dann freuen wir uns auf die nächste Generation der Chans mit JC. Am Abend macht Tim einen Abstecher in die Shanghai Street. Wer nach Utensilien rund um Küche und Kochen Ausschau hält, ist hier an der richtigen Adresse. Tim braucht noch Handwerkszeug. Er ist nicht so sehr auf der Suche nach Messern, sondern eher nach Formen, die es bei uns einfach nicht gibt. Sie haben hier zum Beispiel so Backformen, wo man Kuchen backen kann, dann oben dieses Relief hat, was wir mit Schokolade zweifarbig ausstreichen. Und das heißt halt, wünscht alles Gute zur Hochzeit. Und das hier, wie unschwer schon an der Krone erkennen lässt, heißt halt irgendwie, wir wünschen Männern Reichtum und Gesundheit. Gibt es dann auch nochmal für Frauen. Und sowas nehme ich dann halt jedes Mal hier mit. Das sind natürlich auch Verschleißteile. Das ist ein sogenannter Dim Sum Maker. Also Dim Sum sind die chinesische Antwort auf Raviolis. Und hier legt man einfach Teigblätter rein, macht dann die Füllung drauf, klappt das einmal zusammen, presst das dadurch, holt das raus und hat zwei fertige Dim Sum. Und die Hongkong-Chinesen, allgemein die Chinesen, die haben eine ganz feine Fingerfertigkeit. Die können das so ratzfatz machen und next. Wir tun uns da ein bisschen schwer mit. Bei uns dauert das eher Minuten, bis da einer fertig ist. Und deswegen kaufe ich jedes Mal den gesamten Warenbestand an Dim Sum Maker hier auf, damit wir in Deutschland schnell Dim Sum machen können. Noch schneller geht es mit dem Dim Sum, wenn wir zu Tim Ho Wan essen gehen, dem weltweit billigsten Sterne-Restaurant, ein wahres Gaumenfreudenhaus. Dim Sum heißt übersetzt das Herz berühren und das tun sie auch. Für mich bedeutet Dim Sum einfach unglaublich viele kleine Leckereien, die ich am laufenden Band essen kann, die aus dampfenden Körbchen kommen und die mich unglaublich faszinieren. Hier haben wir so den Ur-Dim Sum schlechthin, den Siu Mai. Das ist einfach ein Wantanblatt gefüllt mit einer Masse aus Schwein und Garnelen. Und das ist auch so eine Spezialität von ihm, der durchsichtige Teig zusammen mit Spinat und Mushrooms. Das ist so die Form des chinesischen Essens, vor dem wir immer Angst haben, wenn es um Original Chinese geht. Und zwar einmal die Hühnerfüße an der Kralle serviert, die so abgezuzelt werden. Und das andere ist Schweinerippchen am Knochen, ganz brutal gehackt und dann mit schwarzer Bohnensoße gedämpft. Keine 20 Minuten von Kowloon entfernt, erwartet uns in den New Territories Hongkongs grüne Lunge. In Sai Kung haben wir einen Sampan bestiegen und lassen uns von der einsilbigen Bootsführerin durch die Inselwelt schippern. Man mag es kaum glauben, aber Hongkong besteht vor allem aus grandiosen Landschaften. Berge, Strände und rund 260 Inseln. 40% der Fläche stehen unter Naturschutz. Vor uns liegt Yim Tim Tsai. Die weithin sichtbare Kirche St. Joseph ist das Wahrzeichen der kleinen Insel und kündet von der katholischen Mission im 19. Jahrhundert. Hunderte Menschen lebten hier von der Landwirtschaft und der Salzherstellung. Doch sie mussten das Eiland aufgeben. Die meisten Häuser sind verfallen. Und doch sieht es so aus, als hätten ihre Bewohner erst gerade eben alles stehen und liegen gelassen. Rekorde hagelt es auf Lam Tau, der größten Insel Hongkongs. Über die Bergrücken zieht sich die mit knapp 6 Kilometern längste Seilbahn Asiens.
Gondeln mit Glasboden ermöglichen den Blick in den Abgrund. An der Endstation erwarten uns zunächst Kühe, die hier auf Lantau frei herumlaufen. Und dann der Tian Tan Buddha, die größte freisitzende Buddha-Statue der Welt. Der bronzene Big Buddha ist 34 Meter hoch und 250 Tonnen schwer. Seine Hände sind zur Mudra geformt. Die rechte Hand erhoben, als Zeichen der Zurückweisung des Leidens. Die linke Hand ruht im Schoß in einer Geste des Gebens. Auf der Brust trägt der Buddha das Swastika, ein heiliges Glückssymbol. Zu seinen Füßen liegt das Kloster Po Lin, 1906 von drei Mönchen gegründet und inzwischen eines der 10 wichtigsten buddhistischen Klöster. Gläubige verbrennen Goldpapier, auch Höllengeld genannt. Ihre Angehörigen im Jenseits brauchen materielle Güter. Diese werden durch das Verbrennen des Papiers von der einen in die andere Welt transportiert. So der Glaube. Wir sind wieder auf dem Wasser. Im Südwesten Lantaus hat das Fischervolk der Tankas seine Behausungen praktischerweise auf Stelzen direkt ans Wasser gebaut. Im Tai O sind die Unterkünfte miteinander verbunden, was zu einer engen Dorfgemeinschaft geführt hat. Fremde dürfen die Häuser über die Wasserseite nicht betreten. Lam Kam hingegen freut sich über jeden Besucher. Sein Familienunternehmen kauft in großen Mengen Kleingarnelen auf und macht daraus Garnelenpaste für Hongkong und den Rest der Welt. Die Garnelen werden mehrmals durch den Fischwolf gedreht, auf Riesenbasstellern in der Sonne getrocknet und anschließend zu handlichen Ziegelsteinen verarbeitet. Trotz ihres Designs taugen sie für die Inneneinrichtung eines Restaurants eher weniger, haben sie doch einen recht aufdringlichen Eigengeruch. Aber gerade Interior Design ist es, wonach Tim noch sucht. Figuren, Accessoires, Vasen. Vieles Kitsch. Was für uns auch ganz wichtig ist, ist einfach Designartikel zu bekommen in jedweder Form, von Tellern über Kissen, Bezüge, aber auch zum Teil was für die Uniform. Im Porzellanbereich zum Beispiel, was für mich als Koch sozusagen meine Leinwand ist, auf der ich meine Gerichte präsentiere, gibt es in Hongkong allein 6 Messen im Jahr, wo Neues vorgestellt wird. Und auch für sich selbst und seine Unternehmung sieht er einen positiven Nebeneffekt. Ich bin auf der Suche nach Figuren, die eine Aussage haben. Und da gibt es zum Beispiel die beiden, die stehen für ewige Liebe. Aber, also die habe ich ja mit meiner Frau, sondern mir geht es eher heute um sowas. Das Kerlchen hier steht für Wealth, für Reichtum. Das heißt, dass wir mit unserem Restaurant irgendwann da auch mal wirtschaftlich erfolgreich sind. Tiefstapeln gehört dann wohl auch zum Handwerkszeug eines aufstrebenden Küchenchefs. Hongkong und Tim Raue, zwei, die gut zusammenpassen. Erfolg ist da schon programmiert. Ich fühle mich weniger als Asiate, sondern wenn dann eher mehr als Hongkong-Chinese, denn die sind unglaublich fleißig, sehr, sehr strebsam und für sie ist Leistung erstmal ihr oberstes Parameter und das habe ich genauso. Was halt hier manchmal der Fall ist, ist alles etwas chaotischer und deswegen gefällt es mir ganz gut, denn wenn ich hier bin, dann merke ich auch, wie die Menschen sich über die Struktur freuen, die ich mitbringe. Mit Jasper Zhang, dem Präsidenten des Hongkonger Parlaments, hat sich Tim zum Mittagessen verabredet. Er schaut gerne über den eigenen Tellerrand und schätzt Jasper Zhang als kompetenten Kenner der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse Hongkongs. Ich glaube auch, dass die Grundphilosophie, die in Hongkong gelebt wird, mir entspricht. Du musst hier jeden Tag an dein absolutes Maximum deiner Leistungsfähigkeit gehen, damit du hier bestehen kannst. Aber wenn du das machst, dann bist du hier extrem erfolgreich. Wenn man leistungsbereit ist, wenn man alles gibt, seine ganze Passion und seine Leidenschaft, dann hat man hier ein fantastisches Leben. Und deswegen habe ich das lange angestrebt. Und ich bin mir auch ganz sicher, ich werde eines Tages hier noch ein Tim Raue Restaurant eröffnen, einfach um regelmäßig hierher kommen zu können. Und ich habe jetzt schon einen meiner Jungs, die 8 Jahre bei mir gearbeitet haben, als Vorhut hierher geschickt. Der ist seit einem Jahr in Hongkong und es war auch einer der Gründe, gerne wieder hierher zu kommen, um zu sehen, wie es ihm geht und was wir beide hier irgendwann mal realisieren werden. Und so ist vielleicht heute ein weiteres Kapitel geschrieben worden für eine Erfolgsgeschichte in der Stadt am Perlflussdelta.
Hongkong erfindet sich jeden Tag aufs Neue. Alles scheint machbar in der Stadt der Rekorde. Geht nicht, gibt's nicht. Alte Kolonialgebäude, die einem neuen Hochhausprojekt hinderlich sind, werden kurzerhand auf aufgeschüttetes Land umgesetzt, wie das Murray House in Stanley oder der historische Uhrturm am Hafen. Die Zeit rast, die Zukunft scheint präsent, die Gegenwart bereits vergangen. Wie schnell gingen die 99 Jahre Pachtvertrag ins Land? Und von den 50 Jahren Hongkong als Sonderverwaltungsregion Chinas sind auch schon wieder 15 Jahre passé. Doch die Zeitmaschine scheint ins Stottern geraten zu sein. Politisch jedenfalls. Der zwischen China und Großbritannien 1997 festgeschriebene demokratische Reformprozess droht an Momentum zu verlieren. Stellschrauben müssen nachjustiert werden. Und das Jahr 2047 rückt unbarmherzig näher. Wie soll es dann mit Hongkong weitergehen? Jeden Morgen um 8 bekennt Hongkong Farbe. Auf dem Golden Bohemia Place nahe des Regierungsviertels werden die Flaggen Hongkongs und Chinas gehisst. Die Zeremonie soll ganz bewusst an die Übergabe 1997 erinnern. Zusammen mit der Dudelsackkapelle der Hongkong Police lautet die klare Botschaft: Hongkong gehört zu China, aber es gibt keine Berührungsängste mit der britischen Kolonialgeschichte. Das Spektakel steht besonders bei Festlandchinesen hoch im Kurs. Und uns kommen manche Klänge auch recht vertraut vor. Das politische System Hongkongs ist einzigartig, auch weil es sich in einem Prozess hin zur vollständigen Demokratie befindet. In diesem prächtigen kolonialen Kuppelbau tagte bis Mitte 2011 der Legislative Council, kurz LegCo, also das Parlament. Aus Platzgründen erfolgte dann der Umzug in das neue Regierungsviertel. An den Beratungen zum Hongkonger Grundgesetz nahm in den 80er Jahren auch LegCo-Präsident Zhang teil, nachdem Deng Xiaoping das Prinzip ein Land, zwei Systeme entwickelt hatte. One country is China. Nun, ein Land, das ist China, die Volksrepublik China. Als die britische und chinesische Regierung über die Entwicklung Hongkongs nach 1997 verhandelten, das war übrigens das Jahr, als der Vertrag auslief, der die Verpachtung der New Territories, also des großen Teils Hongkongs, an Großbritannien für 99 Jahre regelte. Als also London und Peking darüber berieten, wie es mit Hongkong nach 1997 weitergeht, kamen beide überein, dass China seine Souveränität über Hongkong wiedererlangen sollte. Das also ist ein Land. Should resume her sovereignty over Hong Kong. So that is one country. But both sides accepted that. Beide Seiten akzeptierten, dass sich die Geschichte so weiterentwickelt hat, dass sich das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche System hier in Hong Kong in so wesentlichen Punkten zu dem in den anderen Landesteilen von China unterscheidet, dass die chinesische Führung zustimmte, dass nach der Rückkehr Hongkongs an China das ursprüngliche System politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich unverändert bleiben sollte. Das unterscheidet Hongkong von dem Rest Chinas. Das also sind zwei Systeme. From the other parts of China. So this is two systems. Rückblick. Die Handover-Zeremonie am 30.06.1997. Nach Auslaufen des 99-jährigen Pachtvertrages für die New Territories geben die Briten ganz Hongkong an China zurück. Für den britischen Gouverneur Sir Christopher Patton die letzte Amtshandlung. Unsicherheit, wie es mit der ehemaligen Kronkolonie weitergeht. Auf die Bedingungen der Übergabe hatten sich beide Parteien bereits Jahre zuvor geeinigt. Hongkong wird Sonderverwaltungsregion Chinas. Sein marktwirtschaftliches System wird 50 Jahre neben dem sozialistischen der Volksrepublik bestehen bleiben. Musik.
15 Jahre später stellen wir fest, die damaligen Ängste scheinen unbegründet gewesen zu sein. Peking hat seine Versprechen eingehalten. Hongkong hat Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Die Justiz ist unabhängig. Der ehemaligen Kolonie geht es besser denn je. Politisch ist 2012 ein besonderes Jahr für Hongkong gewesen. Sowohl der Chief Executive, also der Regierungschef, als auch der Letschko wurden gewählt. Wegen der unterschiedlichen Legislaturperioden passiert das nur alle 20 Jahre. Wobei das Wort gewählt etwas ungenau ist. Die Parlamentswahl vom 9.9.2012 zeigt den fortschreitenden Demokratisierungsprozess. Die Abgeordneten wurden teils von den knapp 3,5 Millionen Wahlberechtigten gewählt, teils von 240.000 Wirtschafts- und anderen Interessenvertretern, die zumeist als Peking-freundlich gelten. Die jetzige Vergrößerung des Letschko von 60 auf 70 Sitze ging einher mit dem Aufstocken des Anteils der direkt zu wählenden Mandate. Parlamentspräsident Zhang zeigt uns, nicht ohne Stolz, den neuen Plenarsaal. 40 der insgesamt 70 Abgeordneten seien direkt gewählt worden. Beginnend mit dieser Legislaturperiode hat jeder registrierte Wähler in Hongkong zwei Stimmen. Eine im sogenannten geografischen und eine im funktionalen Wahlkreis. Die drei Parteien des demokratischen Lagers kamen zwar insgesamt nur auf für sie enttäuschende 27 Sitze, erreichten aber dennoch eine wichtige Sperrminorität. Jeder Gesetzentwurf zur Änderung des Wahlrechts muss die Unterstützung von mindestens zwei Dritteln aller Abgeordneten haben. Also wenn jetzt die demokratischen Parteien mehr als ein Drittel der Sitze im Parlament haben, heißt das, dass kein Gesetzentwurf zu einer Verfassungsänderung zum Gesetz werden kann, ohne die Unterstützung von wenigstens einigen Mitgliedern der Demokraten. Das heißt, dass die Demokraten künftig mitbestimmen können, wenn es um die Umsetzung der mittelfristig geplanten Direktwahlen von Parlament und Regierungschef geht. Direkt neben dem Letschko befindet sich der zentrale Regierungskomplex, Arbeitsplatz des Chief Executive oder einfach nur CE, des Verwaltungschefs von Hongkong. Seit dem 1. Juli 2012 ist Leung Chun-ying im Amt. Gewählt wurde er von einem 1200 Mann starken Komitee, in dem Peking-freundliche Berufsgruppen und Wirtschaftssektoren überrepräsentiert sind. Doch die sogenannte Wahl im kleinen Kreis soll schon bald Geschichte sein. Durch einen Beschluss des Ständigen Komitees des Nationalen Volkskongresses sind wir heute bereits verpflichtet, bei der nächsten Abstimmung den Chief Executive allgemein und frei zu wählen. Also wird 2017 der CE von den Bürgern von Hongkong gewählt. Demokratie zeigt sich auch an der Kommunikationsfähigkeit ihrer Akteure und der Offenheit ihrer Bauwerke. Der neue Letschko-Komplex ist dafür beispielhaft. Demonstrationen sind in ausgewiesenen Bereichen erlaubt. Hier fordern die Protester die Regierung auf, sich mehr für den sozialen Wohnungsbau zu engagieren. Ein Versuchsballon, dessen Leine der CE wegen massiver Proteste kurz vor der Parlamentswahl kappen musste, war die geplante Einführung des Pflichtschulfaches Patriotische China-Staatsbürgerkunde. Kritiker sprachen von Propaganda und Gehirnwäsche. Zehntausende Hongkonger waren drei Wochen lang auf die Straße gegangen. Before 97, nobody talked about our national identity. Vor 1997 sprach niemand über unsere nationale Identität. Ich glaube, wir müssen diese Idee einer nationalen Identität unter den Bürgern von Hongkong kommunizieren. After all, Hong Kong is part of China now. Hongkong ist inzwischen ein Teil von China. Wir bewegen uns Richtung Demokratie. Wir praktizieren unsere Rechte als Bürger und wir sollten mehr erfahren über unsere Verpflichtungen als Bürger eines Teils von China. Ich glaube, nationale Erziehung ist notwendig. Aber ich glaube genauso, dass es keine gute Idee ist, dies als separates Schulfach einzuführen und dafür einen formalen Lehrplan aufzustellen. Den Schulen ist es jetzt freigestellt, ob sie das Fach einführen wollen oder nicht.
Auch über das Jahr 2016 hinaus, in dem der Patriotismusunterricht ursprünglich Pflichtfach werden sollte. Zurück zum neuen Letschko-Gebäude. Besonders am Herzen liegt dem Parlamentspräsidenten die Präsentation zeitgenössischer Kunst. Über der Rolltreppe ist es die Installation People der deutschen Cornelia Erdmann. Die Figuren repräsentieren die Menschen von Hongkong, die durch wechselnde Licht- und Farbreflexe ständig in Bewegung zu sein scheinen. Jasper Zhang ist ein Politiker zum Anfassen. Einer, der noch nicht die Bodenhaftung verloren hat und immer ein offenes Ohr hat. Heute Abend ist er im Rathaus Gastgeber der Ausstellung des bekannten Kalligrafen Kong Wai-Yeung. Jasper Zhang hat ursprünglich Mathematik studiert und als Lehrer gearbeitet, bevor er die Politik für sich entdeckte. Die chinesisch-britischen Gespräche über die Übergabe Hongkongs an China begannen und plötzlich war jeder involviert in öffentlichen Debatten über die politische Zukunft der Kolonie. Ich schloss mich als Lehrer diesen Debatten an und begann, mich immer mehr dafür zu interessieren. Die Beziehungen zum chinesischen Mutterland stehen auf der aktuellen politischen Agenda weit oben. Dass sich das Hauptquartier der chinesischen Streitkräfte in Hongkong direkt neben dem Regierungsviertel befindet, ist nicht als Einschüchterungsversuch zu werten. Wir benutzen unseren eigenen Reisepass, wir haben unsere eigene Währung, wir halten uns an das allgemeine Rechtssystem. Man kann also sagen, dass diese Grundwerte von Hongkong, also unsere DNA, seit 1997 unverändert geblieben sind. An den Grenzkontrollen zwischen China und Hongkong herrscht reges Treiben. Aus der anfänglichen Freude über die Besucher vom Festland ist inzwischen die Befürchtung geworden, die Massen könnten den fein austarierten Hongkonger Mikrokosmos aus dem Gleichgewicht bringen. Wir treffen Marco Föhn. Der Schweizer besitzt mit der Hongkong-ID das begehrte Stück Plastik, das ihn als Bürger Hongkongs ausweist. Wenn man 7 Jahre permanent in Hongkong gelebt hat und auch zu dieser Zeit Steuern bezahlt hat, kann man eine permanente ID-Karte beantragen. Die zu haben, ist sehr viel wert. Ich kann gerne meine zeigen. Was habe ich für einen Vorteil, wenn ich hier ein Member bin von dieser Karte, also permanent, brauche ich keine Aufenthaltsbewilligung mehr. Ich kann arbeiten oder nicht arbeiten und ich kann in das Krankenspital gehen und kann ohne großes Geld eine gute medizinische Behandlung bekommen. An der Baptisten-Universität leitet der Politikwissenschaftler Michael de Golia das Hong Kong Transition Project, das die Jahre des Übergangs wissenschaftlich begleitet. Es war schwierig für Hongkonger Mütter, sich einen Entbindungstermin zu reservieren in einem Hongkonger Krankenhaus, das wahrscheinlich mit Hongkonger Steuergeld errichtet wurde für Hongkonger Bürger. Anstelle dessen war es ausgebucht von Frauen vom Festland und wenn die hier ihre Kinder zur Welt bringen, haben diese dann das Recht, in Hongkong zu leben. Das ist unser Dilemma. Die Hongkonger Regierung hat die schwere Aufgabe, eine Balance zu halten. Zum einen muss unser Markt offen gehalten werden, für jeden Konsumenten, auch die vom chinesischen Festland. Zum anderen muss sichergestellt sein, dass die Interessen der Einwohner der Stadt gewahrt werden. Und die mittelfristigen politischen Ziele? Wie realistisch ist der Zeitplan, 2017 den Regierungschef und 2020 das Parlament direkt zu wählen? Well, it's slow. Es geht langsam. Wir dachten eigentlich, das Projekt ist 2007, 2008 beendet. Das war die Erwartung. Doch es hat sich verzögert. Die ganze Zersplitterung innerhalb der Pro-Demokratie-Gruppe und der Establishment-Gruppe macht das Versprechen von Peking, 2017 den Chief Executive direkt zu wählen, fraglich. Die Leute sagen, wie wird das überhaupt möglich sein, das hinzubekommen? How can we possibly get an agreement on how to do this? Whether we can achieve that will still depend. Ob wir das erreichen, hängt davon ab,
ob die Einwohner von Hongkong und die Regierung der Stadt einen Konsens finden, wie die Wahl gestaltet werden soll. The elections are to take place, right? I certainly hope. Ich hoffe wirklich, dass wir den Zeitplan umsetzen können, dass wir unsere Differenzen pragmatisch lösen. Resolving our differences in a pragmatic manner. I wouldn't say that it is a smooth sailing. Ich würde nicht behaupten, dass alles glatt laufen wird, aber es gibt einen guten gemeinsamen Nenner. Wir brauchen aber weiter mehr Geduld bei den Diskussionen und Verhandlungen und manchmal müssen wir auch Kompromisse eingehen. Making compromises. 2047 endet nach 50 Jahren der Vertrag Hongkongs als Sonderverwaltungsregion Chinas. Wie geht es dann weiter? Die Skulptur Schlüssel zur Stadt steht im Regierungsviertel und symbolisiert das demokratische Hongkong. Hier treffen wir den Regierungsreferenten Ronald Chan. 2047 wird er 65 sein. Ich sehe 2047 ein Hongkong, in dem globale Talente zusammenkommen, wo junge Menschen ihre Träume verwirklichen und alle Möglichkeiten ausschöpfen können. Zweitens sehe ich ein Hongkong, das an vorderster Front bei der Bewahrung der Umwelt steht, wo wir umweltfreundliche Technologien einsetzen, eine intelligente Stadtplanung haben. Offene Räume, dass Hongkong zu einer der lebenswertesten Städte weltweit wird. Und drittens sehe ich Hongkong 2047 mit einem vollständigen demokratischen System. Schauen Sie, was in den vergangenen zwei Jahrzehnten in China passiert ist. Oder sogar nur in den letzten 10 Jahren. Man kann sich nicht vorstellen, welche weiteren Veränderungen, politisch und gesellschaftlich, auf China in den nächsten 35 Jahren noch zukommen werden. Die politischen Reformen werden auf dem chinesischen Festland noch nicht einmal annähernd so energisch vorangetrieben, wie das bei den wirtschaftlichen Reformen der Fall ist. Und sogar die haben sich in den vergangenen 5-6 Jahren verlangsamt. Was das friedliche Aufeinanderzugehen von Hongkong und China anbelangt, in Form von Entwicklung, wenn Sie sich die Qualität des Regierens auf dem Festland anschauen, Sie können nicht einmal garantieren, dass das Milchpulver für Ihre Kleinkinder nicht verunreinigt ist. Die Menschen haben kein Vertrauen in die Krankenhäuser. Wenn es um den Entbindungstermin geht, ziehen sie es vor, nach Hongkong zu kommen. Die Vision 2047, also dass China zu Hongkong aufschließt, dass also ihre Regierung so gut wird wie unsere, dass ihre Produktsicherheit so gut wird wie unsere, dass ihre Regulierung der Märkte so gut wird wie unsere. Diese Vision scheint unbeweglich verharrt, ja sogar sich etwas rückwärts bewegt zu haben. Diese Vision ist zurzeit etwas eingetrübt, statt klar zu sein. Our vision of 2047 is getting cloudy. Not clear. Hongkong und seine Einwohner sind bekannt für ihren Pragmatismus, ihre positive Lebenseinstellung und ihre Vision. Und auch der Reformer Deng Xiaoping war offenbar ein Visionär. Mr. Deng. Deng Xiaoping soll gesagt haben, nach Ende der 50 Jahre werde es noch weniger Gründe für jedweden Wechsel geben. Begleiten wir also Hongkong weiter auf seinem Weg in die vollständige Demokratie und messen Dengs Weissagung an der Realität.